Willkommen zur nächsten Folge von Lego Star Wars. Da waren wir Macht. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Wollten ja erkunden, was sich jetzt hinter diesem Teil hier verbirgt. Wo war das jetzt hier? Das hat sich jetzt natürlich wieder resettet, weil ich jetzt rausgegangen bin. Warte, haben wir überhaupt? Ach, wir haben gar keinen Charakter dafür. Hört mir gerade mal so auf. Wir haben ja gar nicht Dings dabei. Gut, dann eben nicht. Dann hätte ich es ja gar nicht machen können. Hier ist mir jetzt ein Schiff vor mit Spacke. Der macht uns dort hier schön weg. Und dann geht es erstmal weiter. Hier sammeln wir natürlich erstmal schön weiter Steine ein. Moment, lass mich das mal ansehen. Hier brauchen wir den Han Solo. Der kann uns das hier scannen. Ja, wie vermutet. Es ist ein Baum. Und du hast ein Lichtschwert. Weißt du noch? Ja. Was? Ich kann mich mit dem Lichtschwert durch diesen Baum schneiden. Ja, lustiger Baum. Hier geht's ja noch viel, viel weiter. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal ins nächste Level. Ohne einen Kratzer. Naja, ohne einen neuen Kratzer. Ja. Und wir setzen die Story fort. Jo. Kapitel 7. Der Widerstand. Rey wurde gefangen. Deshalb zieht sich die erste Ordnung rasch vor den Truppen des Widerstands, die als Verstärkung auf Takodana eintreffen, zurück. Auf der Starkiller-Anlage benutzt Kylo Ren seine Kräfte, um Luke Skywalkers Aufenthaltsort von Rey zu erfahren. Überraschenderweise kann sie standhalten. Schrottsammlerin. Hat dir widerstanden? Die Macht ist stark in ihr. Nicht ausgebildet, aber stärker als sie weiß. Und der Droide? Ren war der Meinung, dass er nicht länger von Wert für uns ist. Von dass das Mädchen alles ist, das wir brauchen. Und daher befindet sich der Droide wahrscheinlich wieder in den Händen unserer Feinde. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Wir kennen ihren Standort. Wir verfolgten ihr Aufklärungsschiff in das Illenium-System. Gut. Dann werden wir sie ein für alle Mal zerschmettern. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Wenn wahr ist, was du über dieses Mädchen sagst, bring sie zu mir. Ey! Ist das hier das Illenium-System? Poe? Poe Dameron, du lebst noch. Finn! BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Ach, es geht schon los.
Sobald wir BB-8s Daten mit unseren eigenen abgleichen können, finden wir Lukes Aufenthaltsort. Der Hauptcomputer ist jenseits dieser Tür. Ich mache hier schon mal mit BB-8 auf. War kaputt oder sehe ich, was er macht? Hä? Doof? Die Zicke. Alter, sei ruhig. Krieg ich die Tür auf? Das Ding ist praktisch massiver Durastahl. Wir brauchen Hilfe. Haben wir denn 4 von diesen Typen, die ziehen können? Nee. Aber wahrscheinlich nicht. Hier ist aber was. Nochmal ein Droide. 1 von 3. Was ist das da hinten? K. Brauchen wir C3PO. Aber das ist ja schön schnell. Was war das jetzt hier schon? Ah, warte. Jetzt. Jetzt und. Ich brauche hier die Striche da. Auch ein kleines Minispiel. Muss im richtigen Moment drücken. Alle verfügbaren Einheiten zur Panzertür. Ich wiederhole. Alle verfügbaren Einheiten zur Panzertür. Meinst du denn jetzt, hast du jetzt die Tür gemeint? Ach, Scheiße. Was Gegner? Ich mach's einfach mal kaputt. Okay, die sind wahrscheinlich keine Gegner. Hier brauchen wir dunkle Macht, die wir natürlich nicht haben. Und die jetzt irgendwie. Ach, guck mal, hier brauchen wir Lea. Wir müssen diese Frachtkiste entfernen. Jetzt können wir nämlich jetzt hier darauf ballern. Und so einfach geht das. Und schon fertig ist das. Das wäre runter. Dann alles. Gucken wir da hoch. Was brauchen wir jetzt hier? Brauchen wir irgendwie so ein Teil. Und die andere Klemme? Oh, sie ist zertrümmert. Und wo sind diese Trümmer? Guck mal, hier geht's noch weiter. Ein Kühlflüssigkeitsleck hat die Sicherheitsprotokolle aktiviert. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Was kein Problem wäre, würde Obon da drin nicht nur Botsche sprechen. Kann ich behilflich sein? Ich spreche Botsche wie meine Muttersprache. Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Tob dich aus. Nee, warte, grüß. Warte. Ja, ja, war jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, weil ich woanders hingeguckt habe. Kesix. Aliensprache. Tipp da ein bisschen rum, jetzt geht hoffentlich die Tür auf. Komm, geh auf Tür. Teile der anderen Entriegelungsklemme stecken wohl in diesem Eisblock dort. Eisblock. Nehmen wir erstmal wieder ihn hier. Lichtschwert ist geil. Kriegen wir den kaputt? Da ist auf jeden Fall ein eingefrorenes Minikit, aber da kommen wir auch nicht hin. Hier brauchen wir Schneestruppen. Irgendwas hinschieben, aber hier ist nichts zum Schieben. Ich das Teil hier, das leuchtet so. Ah. Bringt das jetzt? Wahrscheinlich noch nichts. Bauen wir das mal da machen. Auch noch nichts. Wie geht das da? Ach, mach mal, hier können wir BB-8 nehmen. Wir mussten die Bahn ausschlachten, um ein Schiff zu reparieren. Aber es sollten genug Teile da sein. So, warte, um die ich weiß, wie es geht. Ich hab's verstanden. Wenn ihr schon den X-Flügler wieder anwerft, könnte ich mir noch ein Wirb. Nein. Okay, klar. Ich verstehe vollkommen. Muss ich den da hinbringen? Hier ist es doch falsch.
Da muss er hin. So, da wieder Stopp. Jetzt schieße ich einmal das Teil ab. Und jetzt baller ich das daran. Dann wechseln wir wieder zu BB-8. Jetzt. Jetzt bräuchte ich die BB-8 und kann dann da irgendwas drehen. Das Ding hat gerade so geleuchtet. Nee. Krieg ich das Teil da jetzt? Ich weiß, was muss ich jetzt hier machen? Hier muss ich irgendwie die Kiste herkriegen. Da muss ich mir zuerst von da irgendwo was holen. Das Teil muss ich ja irgendwie hierher kriegen. Das soll einen Sinn haben, dieses Ding hier. Ich muss irgendwas machen. Hier. Ach so. Ach, ich bin auch doof. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss hier was reinschieben. Nee, ich muss hier rausschieben. Da kann ich das irgendwie mit dem Haken nutzen. Wie lange bis er schmilzt? Zu lange. Oh, ich habe eine Idee. Kleiner Tipp. So habe ich dieses Würstchen gebraten. Nicht okay, die schlimmste weiß, Idee aller geht. Zeiten. Jetzt Nein, weiß, das war geht. Dich jemals dem Widerstand beitreten zu lassen. Also gut, wir können den Eisblock mit diesem Kran zum X-Flügler hieven. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss den jetzt da hinten hinbringen, dann aktivieren. Okay. Lustige Idee auf jeden Fall. Falsche Richtung. Also die Richtung. So. Jetzt wechsle ich jetzt zu ihm hier. Dann kannst du die 3 Figur wieder mitmachen. Ich weiß zwar nicht, wie er so stark sein kann, aber... BB-8, kannst du die Düsen in den Wartemodus schalten? Aktiviere ich das Teil. Und schon schmilzt es. Ist da jetzt drin? Ah! Was hat das jetzt gebracht? Nichts. Kriege ich das jetzt da rein? Guck mal hier ein Würstchen. Ah! Sollte es vielleicht nochmal runterziehen, okay. Frage ist, komme ich da oben ran? So geht das, ah! Okay, ist eigentlich ganz einfach. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier reingehen, beende ich die Folge auch schon wieder, weil die Folge ist nämlich schon wieder voll. Bis bald, ciao.